Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht schon andere Umgebung und zwar sind wir jetzt beim CAIO Blogger-Treffen und ja, wir haben jetzt noch Freitag, also noch nicht Samstag und wir sind gerade angekommen. Wir hatten eigentlich auch nicht so viel Stau und jetzt werde ich erstmal Paola reiten und Smarty versteckt sich da in ihrer Box und frisst Stroh. Ich sitze jetzt schon auf der Paola und werde jetzt ein bisschen reiten. Und bisher ist sie noch ein bisschen nervös, aber sie wird schon immer, wie soll man das sagen? Ruhiger. Ruhiger, genau, das war das Wort. Und ja, ich reite jetzt erstmal hier, also auf den Abreiteplatz. Und dann reite ich später vielleicht noch ins Deutsche Bankstadion. Mal schauen, wie sie heute so drauf ist. Aber ich glaube, das wird ganz gut. Gefüttert haben wir die Pferde jetzt schon. Smarty ist voller Heu. Paola hat natürlich auch was. Hi! Da unten. Und das sind die Schilder. Diesmal sind wir auf der anderen Seite. Und hier ist der Aufbewahrungsraum. Und mir gehört die linke Seite. Nicht wirklich aufgeräumt. Aber egal, wir gehen jetzt wieder zum Hotel. Das ist auch dasselbe wie letztes Jahr. Und bis gleich, Luli. Spann. Hallo. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Hotel und Julia schiebt mal wieder den Koffer. Genauso wie letztes Jahr. Jetzt klemme ich mich hier ein bisschen ein, ne? Ja, ich fahre dich gleich um damit. Voll gegen den Zaun hier. Es gibt jetzt gleich Abendessen. Also wir haben jetzt circa gleich 6 Uhr, denke ich. Würde ich schätzen. Und um 8 Uhr gibt es halt Abendessen. Und ich habe auch schon voll Hunger. Ich hoffe, es gibt was richtig Leckeres. Aber letztes Jahr war es mega lecker. Deswegen denke ich, wird es dieses Jahr auch wieder sehr lecker werden. Und Julia düst hier gerade voran. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Das ist der perfekteste Hackesel, den es geben kann. Zieht den Koffer und trägt mich gleichzeitig. Oh, das bricht echt. Ich bin ein bisschen zu schwer für. Oh, rein spaziert. Oha. Kleines Paketchen. Das ist unser Bett. Das ist mein Bett. Boah, ich hab viel mehr Luxus. Hä? Das ist Mamas. Oh Mann. Hier wieder so ein cooles Bild. Julia, machen wir wieder die coole Roomtour. So, hier ist mal so ein Spiegel. Nein, nicht schon wieder gehen. Nein, sie hat sich letztens doch geduscht. Ja, die Dusche. Nee, und du sagst auch. So, das ist das Badezimmer eigentlich relativ gleich. Aber die Dusche ist, glaube ich, ein bisschen größer, ne? Erstmal hier mal ein Käppchen vom Kopf. So, das habt ihr ja alles hier schon gesehen. Dann hier. Oh Gott, hui, man sinkt hier aber ganz schön ein.
So, hier haben wir so ein kleines Paket. Die trägt ich. Oh, ein Kleber. Ein Aufkleber. Auf deinem Kopf. Badespaß. Badespaß in Einhorn-Edition. Blub. Oh, hier gibt's was. Schokomäßig. Und dann noch was für die Ponys. Ich esse mal hier diese Schoki. Noch was? Dann zeig dir jetzt erstmal. Okay. Hier. Dann noch was für die Ponys. So, jetzt machen wir uns erstmal frisch. Und Freitag hat richtig Spaß gemacht. Aber egal. Also ist nicht egal, aber wir müssen uns jetzt erstmal fertig machen. Aber ich möchte ein bisschen Schluck vollen. Ich möchte ein bisschen Fanta. Bis gleich. Wir sind jetzt schon fertig. Ich habe mich jetzt auch komplett schon angezogen. Wir werden jetzt wieder rübergehen und einmal nach Paola und Smarty schauen. Und danach gibt es auch endlich Abendessen. Julia muss sich jetzt noch eben die Jacke anziehen. Da ist sie. Und ja, dann kann es auch gleich schon losgehen. Ich habe auf jeden Fall richtig Hunger, weil meine Mama hat ein Schokostück gegessen, meine Schwester. Und dadurch habe ich keins bekommen. Du kannst eine Möhre essen, die ist noch da oder einen Apfel. Nee, ich esse jetzt da. Okay. Bis gleich. Oder du warst schon wieder so abgeschnitten, so. Bis gleich. Paola. Hi. Bist du Möhre? Oh, hi, Schwanschmann. Na, Ludi. Hallo. Ach, Ludi. Oh Gott, hallo, die kannst du nicht fressen. Die hat wirklich was reingebissen. Geht dir gut? So, ich bin jetzt hier gerade auch schon bei den Pferden wieder. Und zwar nicht alleine, sondern mit Leo. Hier steht auch der Ivy. Hallo. Oh, er dreht. Genau, er dreht genau jetzt. Hi. Ja, das. Die wird es, Marty. Hi, Rocky. Na? Oh, so süß. Wir werden jetzt noch Smarty machen, also Lia und ich. Lia wird sie nämlich auch reiten. Ich glaube, das kann richtig witzig werden, weil meine Schwester hat Glanzspray aus Versehen drauf gemacht. Damit sie aus Versehen, ne? Ich sag ihr noch vorher so, ich frag Lia einfach, ob sie Smarty reiten will. Ach, ich mache ein bisschen Glanzspray drauf. Okay, schade nicht. Naja, auf jeden Fall. Hier unsere Seite. Jetzt schaut euch das an. Und dann von denen. Das ist so viel schöner. Und hier gibt's Sitzplätze. Also du musst auf dem Boden sitzen, ne, Marina. Ah, das ist gemütlich. Ja. Schaut mal, Leute, mega schön der Sonnenuntergang. Wir sind hier auch schon fertig. Smarty ist schon mit dabei. Wir sind jetzt mit allen fertig. Die Pferde haben auch gerade nochmal Futter bekommen. Und Schmanschmann war ja auch gerade draußen, war super lieb. Lia hat auch alles super gut geklappt. Man sieht sie gerade gar nicht, weil es schon richtig dunkel draußen ist. Also es wirkt gerade bei der Kamera nicht, aber es ist halt schon ein bisschen dunkel jetzt. Wir werden jetzt alle zum Hotel gehen. Wir haben der Paola auch eine Decke drauf getan, weil es kälter werden soll. Wir gehen jetzt zum Hotel. Mit Partystimmung gehen wir jetzt zum Hotel. Ja, genau, für richtige das Partystimmung. Das geht jetzt nämlich gleich richtig ab. Das wird nämlich Süßigkeitenparty. Wir sind jetzt hier gerade noch im Hit. Das war so komisch. Hit, Hit. Voll der Hit. Und suchen jetzt irgendwelche Süßigkeiten. Oh, hier sind hier welche. Super duper. Ja, Marina, ich glaube, dann kommen richtig gut einfach mal, ne? Wer hat denn da geklopft? Ich dachte gerade so, die ist nicht da. Moin. Verstecken, so, ne? Ich dachte so, nein. Habe ich das jetzt so überhört?
so unsere ganze Süßigkeit. Wir gehen aufs Bett. Ich bin ja gar nicht da. Ja, du bist gar nicht da. Du kannst ruhig deine Schuhe hier irgendwo hin tun. Ne? Ich gehe dann jetzt. Tschö! So, die Lia ist jetzt wieder weg und wir gehen jetzt schlafen. Marina kann leider nicht mehr reden, weil sie die Klammer im Mund hat. Ja. Sag mal tschüss. Tschö. Bis morgen früh. Bis morgen.